Eine Bibliothek ist nicht nur ein Ort von Ordnung und Chaos. Sie ist auch ein Reich des Zufalls. Selbst Bücher, denen man einmal einen Stellplatz und eine Nummer zugewiesen hat, bleiben auf ihre Weise in Bewegung. Dafür gibt es die Alchemie. Überlässt man sie sich selbst, der Jüngling fort, tun sie sich zu unerwarteten Gruppierungen zusammen. Damit jeder Mensch einen Schatz findet. Lesen Sie, Summers? Fragte sie ihren Chauffeur auf der Fahrt nach Northampton. Lesen, Ma'am? Bücher, wenn ich Gelegenheit habe, Ma'am. Aber irgendwie finde ich nie die Zeit dafür. Das sagen viele Menschen. Wir betraten Severins Laboratorium. Und drinnen bot sich unseren Augen ein grässlicher Anblick. Der Unglückliche lag auf dem Boden in einem Meer von Blut mit zerschmettertem Schädel. Die Regale leer gefegt von einem Sturm. Die Berge meiner Stadt sind Rolltreppen inmitten käuflicher Paradiese. Die Sonne meiner Stadt heißt Neonlicht. Sie ist der Fassadenkletterer. Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht. Sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein. Den Sterblichen, ewig dem Tode verfallen, neun. Einer, dem dunklen Herrn auf dunklem Und Thron im eines Lande Donnerstags neun. Dann, fast 2000 Jahre nachdem ein Mann an einem Baumstamm genagelt worden war, weil er gesagt hatte, wie fantastisch er sich das vorstelle. Der junge afrikanische Elefantenbulle liebte die Badetage am Meer. Nach langen Wanderungen und mühsamer Nahrungssuche in der Trockenzeit war das Meer eine Erlösung. Endlich angekommen. 50 Gramm durchwachsener Frühstücksspeck, 2 Esslöffel fein gehackter frischer Rosmarin, 250 Gramm gekochter Bolotti-Bohnen. Mein absoluter Lieblingsrisotto. Einfach eine Sensation. Speck und Rosmarin gehen eine himmlische Verbindung ein. Und natürlich die las schmecken er. Ebenso lecker. Jeder Mensch las. Sie bringen er öffnete das Handschuhfach und entnahm ihm seine heutige Ausgabe der Meine Sun. Stadt ist kein Knüller in Reisekatalogen. Kein Ferienparadies mit Sonnengarantie. Sie ist ein kohlenstaubgetränkter Riese, der seine schwarze Vergangenheit im Rhein-Herne-Kanal blankwäscht. Die Wahrzeichen meiner Stadt sind eingemottete Bergwerke, Fabriken mit rauchenden Schornsteinen, Straßen mit Geschäften, Kneipen und Imbissstuben.